Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in diesen 7 Tagen vor Weihnachten wieder diese alten Christusrufe singen, wie wir das seit Jahren hier an diesem Ort tun, so können wir jedes Jahr neu entdecken, dass wir mit der Durchdringung dieser Worte so schnell an kein Ende kommen. Das hängt damit zusammen, dass diese Worte nicht aus sich selber kommen, dass es nicht irgendein genialer Geist war, der das so erfunden hat, sondern dass diese Worte ganz durchdrängt sind mit dem Wissen und den Worten der Heiligen Schrift, mit denen man auch nie an ein Ende kommt, die immer wieder neu aufgehen, wenn man sie denn ernst nimmt. Wie eine Saat in die Erde gesenkt, der Natur ausgesetzt, dem Wasser, der Wärme und die neue Frucht hervorbringt. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken auf diesem Weg, den wir gehen, Christus entgegen. Christus dem Kommenden entgegen, wie es uns das Tagesgebet des ersten Adventssonntags sagte. So sind wir unterwegs. Und auf diesem Weg rufen wir 7-mal etwas Urmenschliches aus. Jenes emphatische O. Vielleicht stehen uns leuchtende Kinderaugen vor Augen, die den Weihnachtsbaum entdecken oder etwas anderes Schönes sehen. Wenn Jesus uns einweist in die Rolle der Kinder, damit wir sein Evangelium recht verstehen, damit wir ihn recht verstehen, machen wir uns dieses kindliche O zu eigen. Das ist der Beginn dieser Rufe. Und am Ende dieser Rufe steht ebenfalls etwas sehr Kindliches, wie ein Kind nach Mutter oder Vater ruft. Komm, gib, oder wenn es dazu noch nicht in der Lage ist, sich eben lautstark bemerkbar macht, weil es einer Sache, einer Hilfe bedarf. So sind wir am Beginn mit unserem O und am Ende der Antiphon immer mit dem Ruf, komm. Es ist ein ganz urchristliches Alphabet, das wir da anstimmen, mit dem O und dem Komm. Das Komm, wenn man einmal durch die Heilige Schrift blättert, gibt es das in den ganz unterschiedlichen Situationen. Wir hören es vor allen Dingen ganz verdichtet in den letzten Versen des letzten Buches der Heiligen Schrift, in der Apokalypse, der Offenbarung des Johannes. Wenn es dort heißt, der Geist und die Braut aber sagen, komm. Wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Er, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Im allerletzten Teil unserer Heiligen Schrift. Alles das aufgenommen, was Menschen in ihrem Verhältnis zu Gott erfahren haben und einfließen lassen in den Ruf, komm. Und wir kennen diesen Ruf nicht nur vom Advent. Wir stimmen ihn gleichfalls an, wenn wir um Gottes Geist bitten. Komm, Schöpfergeist, rufen wir. Da ist Advent und die östliche Erlösung, das Geschenk des erhöhten Christus, des Auferstandenen, schon zusammengekommen. Heute in der ersten Oantiphon ist es die Weisheit, die wir besingen, von der wir eben im Sirachbuch hörten, dass sie einen Ort findet. Weisheit ist nichts Abstraktes, sondern sehr konkret. Sie hat einen Wohnort gefunden von Gott her in Israel, in Jakob. Auf den, den wir warten, er ist ein jüdisches Kind geworden. Er hat uns die Tora in seiner eigenen Person erschlossen, indem er selber zum Gesetz Gottes geworden ist, zum ausgelegten Wort, zum lebendigen Wort, das Fleisch angenommen hat. Und so geht unsere Bewunderung dieser Weisheit Gottes über in den Ruf, komm uns zu lehren, komm uns Erkenntnis zu vermitteln. Veni ad docendum nos, hören wir gleich. Das heißt nicht, dass wir ein Wissen aneignen, mit dem wir dann besser Kreuzworträtsel lösen können oder in der Schule besser sind. Die Erkenntnis, um die es hier geht, ist
alles umschließende Erkenntnis. Es ist nicht ein technisches oder ein Fachwissen, sondern das, was Paulus nennt, die Erkenntnis Jesu Christi, auf die allein es ankommt und in der alles andere Schatten ist, nachrangig. In diesen 7 Schritten auf Weihnachten zu, machen wir uns die kindliche Haltung zu eigen, wenn wir singen und rufen nach dem Erlöser, der Weisheit, die in Israel ihren Sitz hat und von dort aus über die ganze Welt geht und sucht nach Menschen, die rufen wie wir heute Abend: Komm und lehre uns.